Heute sind wir im wunderschönen Bündnerland. Schaut euch mal die Aussicht an. Und zwar mit dem Mirko. Wir haben das schon eine Weile nicht mehr gesehen, gell? Wir haben zusammen Militär gemacht. Der letzte Weg ist zum Glück schon eine Weile her. Er ist ein traditioneller Bündner-Koch. Und wir machen heute eine Bündner-Spezialität miteinander, gell? Ja, das machen wir. Und zwar wird das Bizzottel sein. Cool. Das ist so ein bisschen spätzlimässig, gell? Kommt ein bisschen Gemüse rein. Ja, wird von Haushalt zu Haushalt anders gemacht. Und ja, wir machen jetzt da mal eine einfache Version. Gut. Also, ich heiße es gibt keine richtig oder falsch. Nein, gar nicht. Also, gar nicht. Bin ich froh. Als erstes machen wir den Teig. Den darf man relativ kräftig würzen, hast du gesagt, gell? Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Ja. Gut. Das ist so das Klassische, sage ich jetzt mal. Das Wasser dazu, gell? Ja. Recht grosse Portionen für zwei Personen, ne? Ja, also wir sagen denen hier Bündner Portionen. Und den Teig müssen wir noch ein bisschen abstehen lassen, gell? Den Teig halb Stündchen bis ein Stündchen stehen lassen. Cool. Und nachher ist der tipptopp. Als nächstes schälen wir Gemüse schälen und rüsten. Der Mirko ist da schon kräftig dran. Und schauen wir mal hier. Wir haben ein wunderschönes Gemüsemesser bekommen von Victorinox. Sieht gut aus, ja. Gell, nicht schlecht. Das machen wir jetzt auf. Und dann kannst du die Vorzeuge von einem Gemüsemesser präsentieren. Ist das gut? Mal, ja. Also, so sieht das aus. Ein Gemüsemesser sollte einigermaßen gut in der Hand liegen. Die Köche, die gerne etwas leichtere haben, sollte, die gerne schwerere haben. Wichtig ist, dass man das Messer auf so hebt, nicht hinten hier vorne oder sonst irgendwie. Schneiden tut man etwa im hinteren Drittel. Und es ist gut, oder ein Positivpunkt vom Gemüsemesser ist, dass da eine Rundung drin hat. Das heisst, man kann nachher gut so schneiden. Das ist das eine. Und das zweite ist auch hier wieder, es braucht einen gewissen Abstand, dass man die Hände oder die Finger drunter bringt, dass man nachher so schneiden kann. Mirko, ich übergebe dir feierlich unser Gemüsemesser, unser neues von der Club. Du darfst dich nicht umfahren. Sehr gerne, danke. Gut, und jetzt Schnitttechnik. Okay? Zuerst mal die Röbli halbieren und nachher fein abschneiden. Jetzt hier Würfeli. Ja, plus minus. Feine Würfeli. Den am besten einmal kurz halbieren. Und hier schöne Streifchen abschneiden. Und jetzt noch ein bisschen Wasser. Hat die Rüebli und Herdöpfel gegeben, dass die Herdöpfel da laufen, gell? Bevor wir es nachher blanchieren. Ja. Blanchieren heisst kurz in heißes kochendes Wasser geben, anschliessend in möglichst kaltem Wasser abschrecken. Die Herdöpfel und Rüebli machen wir, dass es ein bisschen vorgegart ist und beim Wirt, oder oft alles, was grün ist, dass er die Farbe behalten, gell? Ja. Stimmt, das ist das korrekt. Ja. Wichtig ist, dass er das Wasser schön salzen tun, dass das Ganze schön Geschmack hat. So, wenn die Herdöpfel und die Rüebli weich sind, noch in der letzten Minute der Wirt dazu, weil der nicht mehr so lange braucht. Den kurz mitkochen lassen und nachher das Ganze abgiessen und in kaltem Wasser abschrecken. Puh. Wir stellen euch heute wieder einen Wein vor, heute aus der Bündner Herrschaft, in Jeninza, und zwar vom Obrecht. Das ist recht ein bekannter Weinbauer, gell? Ja. Der ist gerade da hinten das Loch drauf. Bündner Herrschaft, Bündner Herrschaft ist eine bekannte oder eine der bekanntesten Weinregionen der Schweiz. Und wir haben jetzt hier einen feinen Pinot Noir ausgesucht. Gell? Der hat schon Preise gewonnen, von dem her sehr vielversprechend. Und jetzt doch ein bisschen vorsichtig, dass nicht mit Tönen, hast du das gewusst? Nein, das habe ich nicht gewusst. Nicht. Der Sandro weiss, der hat den Zeitz auch immer. Das ist perfekt gegangen. Mirko. Danke sehr. Herzlichen viel. Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne. Cheers. Zum Wohl. Oh, geil. Gutes Tröpfchen.
Pinot Noir in einem leichten Rotwein. Und wir sagen, also so wie es schmeckt, wird das perfekt passen zum heutigen Gericht, oder? Zu der Pizzockel wird das gut passen, ja, ich denke auch. So, dann machen wir jetzt Pizzockel. Wichtig ist, das Brettchen leicht nass machen, dass das nachher sich der Teig besser löst. Nicht zu viel am Anfang. So? Ja, das lange. Dann hier ein bisschen schön ausbreiten, dass wir nicht zu dicke Pizzockel kriegen. Dann den Spachtel oder den Messerrücken auch leicht nass machen. Dann kann man die so reinschneiden, schupfen, wenn ihr das nennen wollt. Recht grosse Dinge, oder? Recht gross. Wenn wir eben die Bündner Portionen hier machen. Wichtig bei den Pizzockel ist, wenn sie oben aufschwimmen, lassen sie ruhig noch 2-3 Minuten köcheln oder jetzt einfach hier garen, dass sie wirklich durch sind nachher beim Essen. So, nachdem wir die Zockel gekocht haben, tun wir die anbröteln in einer Gusseisenpfanne oder Teflonpfanne. Jetzt wird gebraten. So, wenn die Zockel dann langsam gut sind, was ihr daran erkennt, wenn sie leicht brünlich werden, geben wir das Gemüse und die Herdöpfel dazu und tun das auch mit anbröteln. Und jetzt nur noch Käse drin, oder? So, ja, das war es jetzt eigentlich. Jetzt tun wir noch ein bisschen Käse nehmen. Dafür könnt ihr Ribkäse oder Bündner Bergkäse, was wir jetzt hier haben. Hey, voilà, jetzt ist es gegangen. Bündner Bergkäse. Guten miteinander, wünsche ich euch. Oh, danke schön. Das sieht richtig geil aus. Oh ja. Bedienen neu. Guten miteinander. Guten. Probiere ich doch auch. Was wir noch einen Zauberer kennen. Geil noch. Sehr gut gemacht. Wenn euch das Rezept gefallen hat, unbedingt nachkochen. Lohnt sich auf jeden Fall. Dazu ein gescheites Schlückchen Wein. Das ist ein richtiger Genuss und euch schmeckt es auch, oder? Ja, wunderbar. Ciao miteinander. Tschüss.